Publikum, herzlich willkommen zu einem weiteren Beitrag aus der Reihe Hinter den Kulissen des Collegium Musicum Basel. In diesen Videos stellen wir Ihnen einzelne Musiker vor aus dem Orchester und ermöglichen Ihnen so einen persönlichen Einblick. Mein Name ist Carla Franca-Behle und ich freue mich, Ihnen heute die Posaunengruppe vorzustellen. Das sind Noel Quartiero, Jasmin Studer-Weber, Niki Wüttrich und Laszlo Villani. Was hat euch zur Wahl dieses prunkvollen Instrumentes bewogen? Also, bei mir ist es so, dass meine Eltern beide schon Posaune gespielt haben. Ich habe als Teenager und als Kind gefunden, ich spiele sicher nie Posaune. Ich mache sicher nicht gleich wie die Eltern. Bin aber immer noch die an den Konzerten dabei gewesen, in den Lagern dabei gewesen und irgendwann kann man sich einfach am schönen Klang nicht mehr entziehen. Und dann habe ich auch mit der Posaune angefangen. Und das hat nachher wirklich die Lauf genommen, bis ich dann mit meinen lieben Kollegen hier gelandet bin. Und bei dir, Noel? Bei mir, das war auch wegen meiner Mutti. Sie spielte Posaune, als sie jung war, in der Musikblaskapelle des Dorfs. Und es gab diese Koffer im Keller. Und als ich 7 war, ich hatte ein Jahr Solfège gemacht und ich war neugierig, ich wollte einfach ausprobieren. Dieses Instrument im Koffer und das hat sofort funktioniert und seitdem. Weil es sofort funktioniert hat. Ja, wirklich. Also die Vibration und mit dem Mundstück, das hat. Ja, bei mir war es so, dass nach der obligaten 2 Jahre Blockflöte habe ich bei einem Blasinstrument bleiben und bin dann an der Musikschule verschiedene Lektionen besuchen, Trompete, Flöte, Klarinette, Posaune. Und dann war der Posaunenlehrer einfach der coolste Typ gewesen. Der hat mit seinem Schüler nämlich um eine Pizza gewettet, ob der Tonleiter kann ohne Fehler spielen oder nicht. Hat die Pizza natürlich gewonnen. Und das hat mich irgendwie fasziniert für das Instrument. Und ich bin dabei geblieben. Es hat dann nicht sofort funktioniert, aber so nach ein paar Kilometern so ist es. Was der Lehrer ausmacht, das ist so wichtig. Und wie war es bei dir, Laszlo? Bei uns war ein Klavier obligatorisch und ich habe das echt gehasst, das war zu langweilig. Ich wollte unbedingt nicht die Noten spielen, aber ich habe etwas improvisiert. Und nachher könnte ich Trompete beginnen. Erste 2 Jahre war super, aber nachher habe ich keinen richtigen Fortschritt gemacht und dann habe ich gewechselt zur Posaune. Und dann war das sofort alles super und dann habe ich meine musikalische Laufbahn begonnen. Erst dann, eigentlich nach dem Wechsel. Ja, genau. Ja. Das hat mir viel geholfen. Ja. Das Instrument ist ja eines der glamourösesten und wenn es dann im Orchester endlich seinen Einsatz hat, dann hören alle nur noch zur Posaune hin. So habe ich das jedenfalls gehört. Also, dass das Posaunisten auch bewogen hat, dieses Instrument zu studieren, dass das der Grund sei. Ihr habt aber nicht so viele Einsätze bei diesen Orchesterwerken. Bei welchen Komponisten fällt es euch auf, dass ihr entweder wahnsinnig wenig oder wirklich befriedigend viel Einsätze habt? Ja, der Klassiker ist, glaube ich, da schon Mozart. Mozart-Requiem spielen wir quasi vom ersten bis zum letzten Ton mit ein paar Aufnahmen. Und bei den Zauberflöten dürfen wir zulassen. Genau. Gut, oder nachher in der spartomatischen Sinfonie, Mahler oder Bruckner, hat man natürlich auch viel zu tun. Wenn ich mich erinnere an die Bruckner-Symphonie, die wir gespielt haben, 4. Bruckner im CMB, und das ist auch, ich würde sagen, eine Art Flächgottesdienst, die wir haben vergessen. Was macht ihr dann, wenn ihr nicht dran seid? Also wie überbrückt ihr diese wahnsinnig vielen Pausen? Laszlo? Jetzt kommt's ans Licht. Ja, schwierige Frage. Also Musik genießen, jedenfalls. Ich glaube, einmal habe ich gehört, ein Pianist hat gesagt, dass eigentlich, wenn man nur zuhört, man kann super die ganze Konzert genießen. Also dann gibt einige Einsätze, aber man ist voll dabei. Man verpasst keine Momente. Ja, für mich, ich bin ja auch als Dirigent tätig
Und ist es auch immer sehr spannend, wenn man nicht am Spielen ist, zu schauen, zu beobachten, wie funktioniert das, dieses Spiel, sagen wir, zwischen Dirigenten und Orchester. Also, das finde ich auch immer sehr spannend. Also du kannst auch noch andere Sachen beobachten. Beobachten und dazu lernen und so. Ja. Und liest jemand Comics? Während den Proben wenigstens? In den Proben Bücher schon, aber Romane kein. Ja, also in den Proben. In den Proben darf man ein bisschen weggehen mit dem Kopf. Wenn man gerade den ganzen Satz nichts zu tun hat, dann funktioniert. Wenn es jetzt nur 10 Tage sind, dann... Ja, schön. Vielen herzlichen Dank euch für eure Antworten. Und ich verabschiede mich an dieser Stelle, liebes Publikum, und freue mich, Sie beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen.